Grüß Gott, herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt für die Heilige Kirche. Die Heilige Kirche ist unsere Mutter, sie ist unsere Arche. Sie ist das Reich Gottes, das uns geschenkt worden ist, noch nicht in der Vollendung, aber es ist schon das Reich Gottes in dieser Prüfungsphase. Wir erleben das ja gerade heute ganz stark, die Prüfungsphase. Und hüten wir uns auf die Kirche jetzt Steine zu werfen und sie anzuklagen, das ist heute auch so modern, die Kirche anzuklagen wegen ihrer Verfehlungen, die ja offensichtlich sind und es gibt schwere Verfehlungen. Hüten wir uns dennoch, die Kirche anzuklagen. Es ist heute so ähnlich wie vor 2000 Jahren, als Jesus Christus am Kreuz gehangen ist und er lässt es zu, dass wir, die Glieder der Kirche, uns versündigen und sogar schwer versündigen. Und doch ist sie heilig. Ihr Haupt ist Christus und wir sind sein Leib. Und ich hoffe, dass wir alle lebendige Glieder im Leibe Christi sind, an seinem Leib. Denn dann können wir sicher sein und voll der Zuversicht, voll der Hoffnung, dass wir das ewige Heil finden, dass wir nicht auf ewig getrennt werden von ihm. Also ich kann nur ermutigen und appellieren, lieben wir die Kirche, schauen wir nicht nur ihre Wunden und ihre Fehler, ihre Makel, die sie hat. Christus war ja auch nicht schön anzuschauen am Kreuz. Sehen wir tiefer, sehen wir das Innere der Kirche, ihre innere Schönheit und ihre Heiligkeit. Und so gehen wir heute auch noch einmal zurück auf das Thema der heiligen Engel. Die heiligen Engel sind Teil der Kirche. Sie dienen der heiligen Kirche, sie dienen jenen, die Christus um einen so hohen Preis losgekauft hat, freigekauft hat, die er erlöst hat. Die heiligen Engel sind glücklich, wenn sie uns dienen dürfen, obwohl wir Sünder sind, und was für sie eine ganz schlimme Tatsache ist, denn sie sind heilig, sie haben die Prüfung schon bestanden. Wir hingegen sind schwach und hinfällig, wankelmütig, und trotzdem stehen sie uns unermüdlich bei und helfen uns, lenken uns zu Gott hin, treten bei ihm für uns ein, weil sie um dieses Glück wissen. Sie schauen Gott, sie kennen das Glück, sie leben in dieser Seligkeit im Himmel. Und sie wünschen nichts anderes sehnlicher, als dass wir auch einmal mit ihnen, gemeinsam mit Gott, in der Ewigkeit leben, in seinem Reich. Und das wird dann auch nichts anderes sein, diese Ewigkeit, auf die wir zugehen, als das, was wir heute erfahren oder wo wir heute sind. Wir sind in der Kirche und wir werden in der Kirche sein. Ich wünsche Ihnen allen, dass wir alle in der Kirche sein werden in der Ewigkeit. Denn hier wie dort ist die Kirche. Hier auf dem Prüfstand, dort in der Glorie nach bestandener Prüfung. Aber jetzt zu den Engeln. Ich beziehe mich jetzt auf Dr. Franz Spirago. Er hat eine Fülle von Wahrheiten, von Einsichten, Erkenntnissen, von Offenbarungen zusammengefasst, die ich auch einbeziehen möchte in diese Katechese. Denn es ist einfach beglückend und stärkend für uns, wenn wir diese vielen Dinge, etwas davon auch einmal hören. Lehre der Kirche ist es ganz klar, einfach gesagt, sie sind reine Geister, die eine sichtbare Gestalt annehmen können. Wir sind ja leibliche Wesen, wir sind angewiesen auf das Sehen und Hören, auf die leibliche Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt mit den heiligen Engeln da zu tun haben dürfen, dann müssen sie sich ja irgendwie uns kundtun. Das heißt, sie machen sich sichtbar, sie machen ihre Stimme hörbar, obwohl sie ja reine Geister sind. Sie nehmen eine sichtbare Gestalt an. Die bekannteste Stelle aus der Heiligen Schrift finden wir im Hebräerbrief, 1. Kapitel, Vers 14, wo der heilige Paulus sagt, sind sie nicht alle dienende Geister ausgesandt zum Heil derer, die das Erbe, also die das Heil erben sollen? Die Erben, wir sind die Erben. Die Engel haben schon das Erbe und sie dienen uns, uns Anwärtern sozusagen, dass wir auch sicher ankommen und das Heil erlangen.
Der heilige Gregor von Nazianz sagt, sie sind körperlose Wesen. Also sie sind Geister, sie sind körperlose Wesen. Die Engel haben nur einen Geist. Wir Menschen Geist und Leib zugleich, so sagt der heilige Gregor der Große. Gregor der Große sagt, die Engel sind eben in der Lage, aus der Luft ätherische Leiber anzunehmen. So definiert er das, ätherische Leiber. So nahm der Erzengel Raphael als Begleiter des jungen Tobias die Gestalt eines vornehmen Juden an und er nannte sich Azarias im Buch Tobit, Kapitel 5, Vers 18. Am Grab des auferstandenen Erlösers sind Engel erschienen in Gestalt von weiß gekleideten Jünglingen. Das lesen wir bei Markus zum Beispiel, Kapitel 16, Vers 5. Und sie erscheinen immer in Menschengestalt als Jünglinge, so in der Bibel wird das fast immer so beschrieben, als Menschen, als Jünglinge, weiß gekleidet, leuchtend. Beispiel, die Himmelfahrt Christi, weiß gekleidete Männer traten hinzu zu den Aposteln. Apostelgeschichte im ersten Kapitel, Vers 10. Und sie haben dann zu den Männern gesagt, was schaut ihr da zum Himmel empor? Ihr werdet den Heiland auf den Wolken wiederkommen sehen, so wie ihr ihn habt hinfahren sehen oder aufsteigen in den Himmel. Christus wurde von einer leuchtenden Wolke aufgenommen, als er in den Himmel aufgestiegen ist. Und die Engel, leuchtend in weißen Kleidern, haben ihnen gesagt und sie eigentlich getröstet. Es war ja ein Schmerz für sie, dass der Heiland sie verlassen hat, dass er wiederkommen wird. Und zwar ähnlich so, wie er in den Himmel aufgestiegen ist. Leuchtend auf den Wolken wird er wiederkommen. Der Leib der Engel ist also nur ein Scheinleib. Er ist nicht mit dem Geist verbunden beim Engel, so wie beim Menschen die Seele mit dem Leib verbunden ist, sondern es ist nur ein Scheinleib. Der Scheinleib ist nicht mit dem Geist des Engels verbunden. Er ist nur wie ein Schleier über den Engel gelegt. Und er fällt wieder ab, dieser Schleier, sobald der Engel seinen Auftrag erledigt hat. Die Engel erscheinen gewöhnlich im Lichtglanz, so in den erwähnten Stellen. Zum Beispiel auch die Engel zu Weihnachten. Sie erschienen den Hirten in der Nacht auf den Fluren Bethlehems und es war alles in Licht getaucht. Und sie haben singend verkündigt und Gottlob preisend, dass der Erlöser geboren worden ist. Im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel. Als nach der Auferstehung Jesu Christi weggewälzt wurde, tat dies ein Engel. Und dieser Engel leuchtete wie der Blitz. Das lesen wir zum Beispiel bei Matthäus 28. Die Wächter des Grabes sind vor Schreck im Schock umgefallen. Sie haben das Bewusstsein verloren. Ein anderes Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel, wo ein Engel dem heiligen Petrus erschien im Gefängnis und ihn auf wunderbare Weise befreite. Petrus hat geglaubt, er träumt. Und der Engel hat ihn so auf diese Weise ganz ruhig vorbeiführen können an all den Wachen, die aufgestellt waren, durch all die Türen, die sich von selber öffneten, bis er in die Stadt hinausgelangt war. Worin unterscheiden sich die Engel vom Menschen? Sie sind erhabener als die Menschen und sie haben große Erkenntnis und große Kraft. Also sie haben eine weit größere Erkenntnis als der Mensch und sie haben auch eine weit größere Kraft als wir. Deshalb sagt auch der heilige Augustinus, sie übertreffen an Vortrefflichkeit alle anderen Wesen, die Gott erschaffen hat. Und doch, obwohl sie eine so große Erkenntnis haben und viele Dinge erkennen, auch Gott viel tiefer erkennen, sagt Jesus, selbst die Engel wissen nicht den Tag und die Stunde des jüngsten Gerichts. So sagt das Jesus selber im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel, im Vers 36. Ein anderer Unterschied: Der Mensch ist immer zu immer noch größerer Vollkommenheit fähig. Das heißt, wir können immer noch vollkommener werden auf Erden, solange wir auf Erden leben. Der Engel aber nicht. Er hat sein Ziel schon erreicht. Er kann nicht noch vollkommener werden. Die Engel, die verändern sich nicht mehr. Sie sind irgendwie festgelegt, ist ein schlechter Ausdruck, aber sie haben ihre Vollendung, ihre vollendete Gestalt schon erreicht.
Schwester Bonaventura Fink, eine junge Ordensfrau aus München, sagte im Noviziat zu ihrer Novizenmeisterin, sie hat ihren Vollendungsweg durcheilt, sie sagte, ich bin fertig. Ich bin fertig. Aber das, selbst das bedeutet nicht, dass es noch nicht noch Fortschritte gegeben hätte bei ihr. Sie war auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit angelangt, aber auf dieser höchsten Stufe der Vollkommenheit gibt es immer noch weitere Grade der Vollendung für den Menschen. Beim Engel ist es eben nicht mehr möglich. Der Mensch kann die Seligkeit verlieren. Wir können aus dem Gnadenstand herausfallen, den Stand der heiligmachenden Gnade verlieren. Der heilige Engel kann nicht mehr aus der Gnade herausfallen, er kann nicht mehr aus dem Himmel herauskommen oder den Himmel verlieren. Er ist schon am Ziel und er nimmt an der Unwandelbarkeit Gottes teil. Das ist dieser entscheidende Punkt. Er ist unwandelbar. Wir können uns noch wandeln. Wir können nach links gehen, wir können nach rechts gehen. Wir haben den freien Willen noch in der Form, dass er uns, dass wir dadurch auch die Verbindung mit Gott verlieren könnten. Wir sind noch nicht in der Unwandelbarkeit. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Die Menschen werden einst die gleiche Glückseligkeit haben wie die Engel. Falls wir jetzt auf Erden unsere Prüfung bestehen, dann werden wir die gleiche Glückseligkeit haben. Was für eine Verheißung! Was steckt da dahinter? Das kann man gar nicht ausloten. Wir haben, wenn wir Engeln begegnen würden, dürften, könnten, dann würde uns das umhauen und umwerfen, weil sie so um so vieles über uns stehen, weil sie ganz in der Glorie sind, ganz im Licht, ganz in Gott. Und wir sind noch in dem fleischlichen Leib, der das gar nicht aushalten könnte, wenn der Engel sich in der ganzen Fülle zeigen würde. Also was das heißt, was nach der Prüfung auf uns wartet, das ist ein Geheimnis. Das können wir auf Erden nicht ergründen. Wozu sind sie von Gott erschaffen worden? Er hat sie zu seiner Verherrlichung erschaffen, das ist das Erste. Und das Zweite auch zum Dienst, zu seinem Dienst. Und das gehört, da gehört auch dazu, dass sie uns dienen, um seinetwillen. Sie dienen Gott, indem sie das Schutzengelamt übernehmen oder andere Ämter. Sie dienen Gott. Also auch wenn sie uns dienen, dienen sie Gott. Und das ist für uns auch ein Programm. Wir sollen immer Gott dienen. Nicht den Menschen, nicht den Vorgesetzten, nicht irgendjemandem, nicht auch uns selber, unserem eigenen Ego, sondern wir sollen immer Gott dienen, wie der Engel. Und er hat sie zum Dritten auch für die eigene Glückseligkeit erschaffen. Das ist wie bei uns. Alles, was Gott erschaffen hat, ist zu seiner Ehre und die vernunftbegabten Wesen hat er auch dafür erschaffen, dass sie selber glückselig sein werden, sein sollen mit Gott. Die Engel dienen also zur Verherrlichung Gottes. Unter allen Geschöpfen sind sie ihm am ähnlichsten, weil sie reine Geister sind und dadurch Gott am ähnlichsten. Kein anderes Geschöpf ist reiner Geist. Wir sind gemischt, Geist und Materie. Und dann ist die übrige Schöpfung, das ist noch tiefer als der Mensch. Das geht hinunter bis zur reinen Materie, zur leblosen Materie. Die Engel sind alle dienende Geister, wie schon gesagt. Und ihr Name, sie sollen den Menschen behilflich sein, um in die ewige Seligkeit zu gelangen. Das ist eben im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 14. Ihr Name bedeutet Bote. Der Name des Engels, also das Wort Engel, bedeutet übersetzt Bote. Wie viele Engel gibt es? Ihre Zahl ist unermesslich. Daniel beschreibt eine Vision, wo er vor Gott steht oder Gott schauen darf, den Thron Gottes und die Engelscharen, die ihm dienen, im 7. Kapitel, Vers 10. Ich lese da kurz vor, das ist so beeindruckend, dass man schon etwas ahnen kann. Da sagt er, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus, also von dem Thron. Er sah Gott in der Gestalt eines Hochbetagten, das heißt nicht, das ist ein alter, wackeliger Mann, sondern ein Wesen, das ewig ist, das keine Zeit kennt, keine Tage. Sein Gewand war weiß wie Schnee, das Haupthaar rein wie Wolle, das deutet seine Heiligkeit an.
Feuerflammen waren sein Thron. Das Feuer ist immer ein Zeichen auch der Liebe, des Geistes. Und es waren Räder an dem Thron wie flackerndes Feuer. Ich deute jetzt nicht, sonst verlieren wir uns zu sehr und verzetteln wir uns zu viel. Und dann heißt es in Vers 10, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Also in diesem Feuer erkenne ich immer diese Liebe Gottes. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt der heilige Petrus. Unser Gott ist verzehrendes Feuer. Wer sich ihm nähert, der wird von diesem Feuer erfasst und verzehrt, verbrannt und verzehrt. Er brennt nieder zu Asche, aber das ist jetzt nicht die tote Asche, sondern lebendige Asche. Das heißt, ich werde nichts, ich werde mir meiner Nichtigkeit bewusst und Gott erfüllt mich ganz. Er ist dieses Feuer, das nicht verlöscht. Darum ist das die lebendige Asche. Die Asche bleibt lebendig. Ich selber für mich als Geschöpf, für meinen eigenen Willen, für mein eigenes Ego, ich werde verbrannt und verzehrt und von mir bleibt nichts übrig. Aber Gott brennt in mir als eine helle Flamme. So sollte es wenigstens sein. So ist es in den Engeln. Und dann heißt es eben, tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Und Dr. Spirago macht dann die Rechnung. Was bedeutet das? Das sind Milliarden. Zehntausendmal Zehntausend. Das sind Millionen und Milliarden. Also tausend Millionen von Engeln. Die Heilige Schrift spricht oft von den himmlischen Heerscharen, so auch bei Lukas im Kapitel 2. Am Ölberg sagt Christus kurz vor seiner Gefangennahme oder bei seiner Gefangennahme, der Vater könnte ihm mehr als 12 Legionen von Engeln zu Hilfe schicken. Es könnte jeden Augenblick geschehen, aber es ist eben die freie Tat Jesu Christi. Er ist in die Welt gekommen, um zu leiden und uns durch das Leiden zu erlösen. Und eine Legion, in Rom, die römischen Legionen hatten 6000 Mann, also 12 mal 6000. So viel hätte Jesus jederzeit an Engelhilfe erhalten können, in jedem Augenblick seiner Passion, in jedem Moment, in den demütigendsten Momenten, wo er am hilflosesten zu sein schien, in den tiefsten Leiden, schwersten Leiden. In jedem Augenblick, aber er hat die Engel nicht zu Hilfe gerufen. Da gibt es auch so interessante Berichte bei Anna-Katharina Emmerich, dass die Engel zuschauten, sie waren Zeugen der Passion, sie waren anwesend, aber sie griffen nicht ein, weil der Herr sie nicht gebeten hat, weil er sie nicht dazu aufgefordert hat. Sie waren nur anwesend. Wegen der großen Engelschar heißt Gott auch Sebaut oder Zebaut. Der Herr der himmlischen Heerscharen. Da gibt es auch ganz beeindruckende Stellen, eben bei Daniel oder auch in der Apokalypse. Herr der Heere ist sein Name zum Beispiel, wenn man nur daran denkt. Es gibt 9 Chöre der heiligen Engel. Und da möchte ich auch kurz erwähnen, die Rangordnung geht nach Gaben und Ämtern. Die Engel sind nicht alle gleich. Es sind größere, höhere Engel, die mehr Licht haben, die leuchtender sind, die Gott näher sind, die eine größere Erkenntnis Gottes haben. Und es gibt kleinere Engel. Es gibt sozusagen mit weniger Leuchtkraft, mit weniger Erkenntnis, auch mit weniger Tatkraft oder Wirkungskraft und mit anderen Gaben, mit geringeren, sagen wir, geringeren Gaben. Es gibt viele verschiedene Engel, so wie es verschiedene Menschen gibt, viele verschiedene Gaben, Begabungen, Ausstattungen. Und keiner neidet es dem anderen. Das ist das Tolle und Wunderbare im Himmel. Sie haben verschiedene Ämter, die Engel. Es sind Engel, die die Schöpfung verwalten. Es gibt Engel, die die Kirche beschützen, die auf die Seelen schauen als Schutzengel. Es gibt Engel, die nichts anderes tun, als nur Gott anzubeten. Und das sind gerade die Höchsten, die Größten, die Mächtigsten. Gott am nächsten sind die Seraphim, das sind eben die, die ganz nah sind. Das heißt übersetzt die Brennenden, sie brennen und glühen vor Liebe im Heiligen Geist, sie glühen. Die Zweiten, das sind die Cherubim, sie kommen gleich nach ihnen. Diese Engel sind besonders ausgezeichnet durch Erkenntnis der göttlichen Geheimnisse. Sie sind dem Worte der Erkenntnis, Erkenntnis ist Wort, sie sind dem Wort zugeordnet. Also es gibt 3 Ringe, diese 9 Chöre teilen sich in 3 Ringe. Die Seraphim, die Cherubim gehören in den ersten Ring der Anbetung und die Throne, das sind die höchsten Engel.
Dann gibt es einen zweiten Ring, der besteht aus den vierten, fünften, sechsten Chor, Herrschaften, Gewalten und Fürsten. Ich möchte das kurz erwähnen, weil man kaum etwas davon weiß und es ist eine wunderbare Welt der heiligen Engel, eine ganz große Welt, die uns auf der Erde hier weit übertrifft. Diese Engel verwalten die Schöpfung, sie verwalten das ganze Universum, die Gestirne, die Milchstraßen, sie verwalten auch die Gesteine, die Pflanzen, die Tiere, alles, was die ganze Erde, das Klima. Es gibt kein Geschöpf, das nicht von einem Engel geführt ist. Das müssen wir auch einmal wissen oder einmal hören. Gott hat alles wunderbar gemacht und er hat nicht alles so hingestellt wie ein Uhrwerk, das er dann in Gang setzt und das dann abläuft. Die Zahnräder drehen sich weiter wie etwas Totes, sondern die Schöpfung lebt, sie wird von Gott am Leben erhalten und die Engel, sie sorgen für die Schöpfung, sie lenken die Geschöpfe. Da gibt es ja so wunderbare Dinge in der Tierwelt von Schmetterlingen oder von Vögeln, die tausende Kilometer fliegen von Alaska nach Hawaii und solche Dinge. Das kann man sich ja gar nicht erklären. Wie soll so ein kleines Geschöpf, so ein kleines Wesen einen Weg finden, so dass es über tausende Kilometer sicher ans Ziel kommt? Und da sieht man auch die Hilfe der heiligen Engel. Und der dritte Ring, das sind die Mächte, die Erzengel und die Engel. Diese Engel dienen den Menschen, also die sind alle praktisch um die Erde zentriert. Also wenn man das sehen könnte, die Erde ist umgeben von Engeln, eingehüllt von Engeln. Die Mächte, die sieben Erzengel, man weiß, es sind sieben und eine Unzahl von Engeln. Die Engel bilden, das ist der neunte Chor, sie bilden den weitaus größten Teil. Und da sind auch die Schutzengel, unsere Schutzengel dabei. Die Heilige Schrift erwähnt besonders die Erzengel und drei unter ihnen vor allem, den heiligen Erzengel Michael. Er kämpfte mit den ungetreuen Engeln im Himmel und brachte sie zu Fall oder er war der Auslöser. Also Michael ist derjenige, der ja gesagt hatte mit seinem Ruf, wer ist wie Gott? Und er führte die Scheidung herbei. Die getreuen Engel, es war ja diese Prüfung für die Engel, bevor der Mensch überhaupt erschaffen wurde. Und da hatten die Engel auch noch nicht eine so klare Gotteserkenntnis wie nach der Prüfung. Aber in dieser Prüfung wurde ihnen ganz klar, wer ist wie Gott? Wen kann man mit Gott vergleichen? Und deshalb dieser Schlachtruf, das war wie eine Entscheidung, die ging durch alle Engelchöre durch. Sankt Gabriel, er ist der Verkündiger der Engel des Wortes. Er hat die Geburt Christi verkündet und des Johannes des Täufers. Er ist ja auch bei Daniel schon erschienen und überbrachte ihm Offenbarungen. Gabriel ist vielleicht auch der bekannteste, Michael und Gabriel. Und dann noch Raphael. Sankt Raphael war der Begleiter des jungen Tobias im Buch Tobit. Und da sieht man auch seine Aufgabe. Er hat geheilt, er hat Krankheiten geheilt, er hat den blinden Tobit geheilt. Er hat befreit, er hat die junge Sarah befreit von den sieben Dämonen, die sie quälten. Es war eine reine, eine unschuldige Frau, eine gute Seele. Und sie wurde so von den Dämonen belästigt. Und Raphael ist hier der Helfer gegen die Belästigungen durch den bösen Geist. Und er ist der Engel der Heilung. Er ist wie eine Arznei. Und darum ist er auch der Patron für die Ärzte. Und jetzt wissen wir, unter den Engeln gab es die Prüfung, das kommt dann noch näher. Und von den neun Chören haben wir gehört, also unter allen neun Chören sind Engel gefallen. Deshalb gibt es auch unter den gefallenen Engeln eine Rangordnung. Auch unter den gefallenen Engeln befinden sich Engel aus allen neun Chören. Das können wir aus dem Epheserbrief entnehmen, Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Wir haben ja nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut. Das sind die Anschläge des Teufels, auf die sich der heilige Paulus bezieht. Wir haben zu kämpfen, wir werden geprüft, solange wir auf Erden leben. Wir haben nicht zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen im Reich der Himmel oder auch in den Lüften ist da gemeint. Weil die bösen Geister sind ja nicht mehr im Himmel, aber sie sind in den Lüften.
Über die Prüfung möchte ich auch etwas sagen. Alle geschaffenen Engel waren anfangs Gott wohlgefällig. Doch wurden viele von ihnen stolz und deshalb stürzten sie auf ewig in die Hölle. Davon lesen wir im 2. Petrusbrief, Vers 2, also Kapitel 2, 2. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 4. Ich beziehe mich auch ganz kurz darauf. 2. Petrus 2, 4. Denn Gott hat der Engel, die sich versündigten, nicht geschont, sondern sie den finsteren Höhlen der Unterwelt übergeben, um sie zu verwahren für das Gericht. Also ganz klar, sie sind in der Unterwelt, in der Hölle, und dort erwarten sie das Gericht. Alle Engel hatten anfangs den Heiligen Geist in sich. Sie sind ja Geister, reine Geister, sie sind besonders auf den Heiligen Geist hingeordnet. Sie hatten alle den Heiligen Geist in sich. Er war ihr Leben. Man konnte von ihnen sagen, was von den Menschen gilt. Hier bezieht sich Spirago auf den heiligen Augustinus. Die Liebe Gottes war in ihnen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben worden ist. So sagt der heilige Augustinus. Und wir wissen aus der Schrift im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, sagt der heilige Paulus, Gott krönt niemanden, der nicht zuerst gekämpft hat. Also wir müssen alle durch die Prüfung. So unterwarf er auch die Engel einer Prüfung, damit sie sich die ewige Seligkeit als Belohnung verdienen. Gott ist gerecht. Er erschafft uns, er erschafft die freien Geschöpfe mit freiem Willen und Verstand, den Engel und den Menschen. Und beide Geschöpfe sind geprüft worden, weil Gott, er möchte unsere Liebe, er möchte keinen, er übt keinen Zwang aus. Er zwingt sich uns nicht auf, er zwingt uns nicht zu unserem Glück. Er zwingt uns nicht, dass wir ihn lieben, er lässt uns frei. Deshalb gibt es die Prüfung. Wir sind frei, Gott zu lieben. Er möchte sehen, dass wir ihn aus freien Stücken lieben und er möchte uns überhäufen mit seiner Liebe, aber das tut er nicht bei jemandem, der das nicht will. Beim Menschen ist das ja genauso geschehen. In der Prüfung sind viele Engel gefallen und haben den Heiligen Geist verloren und damit die heiligmachende Gnade. Sie sind aus Gott herausgefallen, aus seinem Reich. Die Heiligen sagen, dass diese Prüfung bald nach der Erschaffung der heiligen Engel gekommen ist. Es wurde ihnen der göttliche Plan enthüllt, dass auf Erden ein Gottesreich gegründet werden soll, und zwar durch den Gottmenschen. Und das hat die stolzen Engel geärgert. Gott steigt auf die Erde herab. Er wird nicht Engel, er kommt nicht zu ihnen, er geht an ihnen vorbei, steigt noch tiefer hinunter. Er steigt auf die Erde, um Mensch zu werden. Gott ist nicht Engel geworden. Das hat sie geärgert. Er ist Mensch geworden, um den Menschen zu dienen. Und jetzt sollen die Engel, die über dem Menschen stehen, auch um Gottes Willen dem Menschen dienen. Das war ihnen zu viel. Sie haben sich aufgelehnt und wollten nichts wissen von der Anbetung eines menschgewordenen Gottessohnes. Also sie sollen Gott in der Gestalt des Menschen anbeten. Sie sollen dem Menschen dienen. Das wollten sie nicht. Sie sind in die Rebellion übergegangen und haben, also der Teufel, ihr Anführer, hat dann viele andere mitgerissen. Er hat die stolzen Engel hineingezogen in diesen Aufruhr. Und so entstand unter den Engeln ein Kampf, ein Streit im Himmel. Wir lesen in der Offenbarung im 12. Kapitel, Sankt Michael und seine Engel stürzten den Teufel mit seinem Anhang hinunter und ihr Platz wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Jesus sagt ja auch im Evangelium des heiligen Lukas, im 10. Kapitel, Vers 18, er hat den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen gesehen. Und jetzt dieses interessante Detail, als der Kampf entbrannte im Himmel und die guten Engel die Bösen niedergerungen haben oder hinausgestoßen haben, da haben sie sich zugerufen, wer ist wie Gott? Das war der Schlachtruf von Sankt Michael. Und das heißt genau übersetzt auf Hebräisch, Michael, wer ist wie Gott? Über die bösen Geister
Was wissen wir über sie? Es ist viel zu sagen, aber ich kann nur einen kleinen Teil bringen. Nicht alle bösen Geister sind beständig in der Hölle. Sie sind zeitweise in der Luft. Darum auch die Rede von den Geistern der Lüfte im Epheserbrief, 2. Kapitel oder 6. Kapitel. Sie üben Macht auf Erden aus, weil der Teufel der Fürst dieser Welt heißt. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Das lesen wir im Johannesevangelium 12. Kapitel, Vers 31. Die gefallenen Engel nennt man nicht mehr Engel, sondern Teufel. Das sind die Versucher, die bösen Geister. Ihr Anführer, der Satan, das bedeutet übersetzt Widersacher, er nennt sich auch Luzifer, Lichtträger. Das war in seiner Erschaffung, er war der Schönste unter allen Engeln, so berichten die Heiligen. Der Schönste von allen und das hat ihn stolz gemacht. Die anderen haben auf ihn geschaut und ihn bewundert sozusagen. Und das ist ihm sozusagen zu Kopf gestiegen. Die Zahl der gefallenen Engel ist geringer als die der Treugebliebenen, so sagt der heilige Thomas von Aquin. Ist auch ein Trost, denn die Engel, die Gefallenen, haben ihre Wesenheit nicht verloren und sie haben auch eine große Macht nach wie vor, da sie Engel sind. Am jüngsten Tag werden sie gerichtet werden und ihre ganze Bosheit wird offenbar werden vor der ganzen Welt. Das lesen wir im 2. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 4. Das habe ich eh gerade erwähnt. Also sie werden aufbewahrt für das Gericht. Sie sind unsere Feinde, da sie uns beneiden. Sie beneiden uns um das Glück, das uns noch offen steht, dass wir in das Gottesreich hineinkommen können, das sie verloren haben, auf ewig verloren haben. Daher suchen sie uns zum Bösen zu verleiten und zu schaden an Leib oder auch an den zeitlichen Gütern. Sie wollen uns in das ewige Verderben hineinziehen, wo sie selber sind, in die Hölle hinunterstürzen und dort uns auf ewig quälen. Das ist dann ihre ganze Genugtuung. Sie haben ja keine Freude außer der Schadenfreude. Viele Heilige sagen, dass die Menschen, die in den Himmel kommen, die Plätze der gefallenen Engel besetzen werden. Das ist auch interessant. Und das macht auch den Neid und die Bosheit dieser Geister verständlich, ihre Feindschaft. Der heilige Thomas sagt hier, der Neid darüber, dass ein aus Erde gemachtes Geschöpf an seinen Platz im Himmel kommen soll, das schmerzt dem Teufel mehr als die Flammen der Hölle. Das tut ihm mehr weh. Der heilige Basilius sagt, da der Teufel gegen Gott nichts vermag, so richtet er seine Wut gegen die Menschen, die Ebenbilder Gottes sind. Sagt auch viel. Und wir sehen ja in der Geschichte, der Feind, der Satan will uns alles rauben. Erstens die wahre Religion, die Freiheit, die Bildung, dann den Wohlstand, den Frieden, also alle Güter. Der Teufel will uns vernichten und alle unsere Güter zerstören. Er hat ja sogar versucht, Christus zum Bösen zu verleiten und er verführte auch die Eltern im Paradies. Also da sehen wir, bei Christus hatte er keine Chance, aber Adam und Eva ließen sich von ihm zur Sünde verführen. Und wir Nachkommen tragen jetzt an den Folgen. Der Teufel strebt am meisten nach dem Untergang der Kirche. Matthäus 16, Kapitel 16, Vers 18. Aber die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Das ist das Wort Jesu. Sie streben nach dem Untergang des Oberhauptes, also vor allem des Papstes. Sie wollen den Papst verderben und die Bischöfe und die Priester, vor allem jene Diener, die Hierarchie der Kirche, weil sie das Reich des Teufels auf der Erde zerstören. Christus sagt ja auch kurz vor seinem Leiden zu seinen Jüngern, der Satan hat verlangt, euch sieben zu dürfen wie den Weizen. Lukas Evangelium 22, Vers 31. Und Tertullian sagt, dass der Teufel auch weiß, dass er einst gerichtet werden wird von Dienern Christi. Also mit seinem Anhang wird der Teufel gerichtet von den Dienern Christi, also von den Gliedern der Kirche. Und daher stellt er ihnen auch nach, um sie zu verderben, also auch deshalb.
Im Petrusbrief lesen wir 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Der böse Feind ist wie ein brüllender Löwe und geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dieses Wort ist sicher sehr bekannt. Doch kann er nicht schaden den Seelen, die Gottes Gebote halten und nicht sündigen wollen. Jetzt etwas zu den Versuchungen. Der Teufel ist ein Versucher. Durch die Versuchungen versucht er uns zu Fall zu bringen. Und wenn er uns zu Fall gebracht hat, dann kann er uns in die Hölle hinabzerren. Das ist jetzt eine so Bildersprache, aber es ist ein geistiger Kampf und es ist keine, ja, wir müssen wachsam sein. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, aber doch müssen wir auf der Hut sein. Wir müssen aufmerksam sein. Der heilige Augustinus gibt ein gutes Bild. Er sagt, er vergleicht den Teufel mit einem Kettenhund. Er kann einen Menschen wohl anbellen, aber nicht beißen. Nur wenn wir in die Nähe kommen, wenn wir in die Nähe gehen, so nah, dass die Kette es ihm erlaubt, dann kann er uns beißen, sonst nicht. Ja, Pater Paul von Moll sagt in demselben Sinn, ein belgischer Wundertäter, er hat viele Heilungen gewirkt in der Kraft Gottes, er kann nicht weitergehen, als seine Kette reicht. Und da sehen wir auch schon, er kann uns im Grunde genommen nichts tun, außer wenn wir es ihm erlauben. Er kann uns versuchen, indem er auf unser Gedächtnis einwirkt und auf unsere Einbildungskraft. Das heißt, er kann Vorstellungen in uns wachrufen und die süß und schmackhaft machen. Aber er kann nie den Verstand und den Willen unmittelbar beeinflussen. Er kann nicht unmittelbar einwirken auf Verstand und Willen, das heißt, er kann uns nicht zwingen. Er kann jetzt nicht bewirken, dass wir etwas Böses wollen. Das kann er nicht direkt verursachen. Er kann nur locken, er kann nur die Vorstellungskraft anstacheln und anstiften, anreizen. Aber er kann nicht direkt den Verstand und den Willen steuern. Das darf er nicht. Der heilige Augustinus sagt dazu, der Teufel kann nur schaden durch Überredung. Keineswegs durch Zwang, das ist eben gemeint hier. Die Einwilligung kann er uns nicht abzwingen. Es gibt starke Versuchungen, aber er kann uns nie zwingen. Er gleicht einem Fischer, der mit einer Lockspeise sozusagen die Angel ins Wasser auswirft. Und er gibt uns schlechte Gedanken ein. Das ist zum Beispiel auch eine solche Methode. Und diese muss man zurückweisen. Die schlechten Gedanken müssen wir zurückweisen. Der heilige Franz von Sales sagt, man soll die schlechten Gedanken überhaupt verachten. Man soll die Versuchungen samt dem Versucher verachten, indem man, so sagt der heilige Chrysostomus, die Versuchungen mitsamt dem Versucher verachten, indem man schnell sich anderen Dingen zuwendet, ohne sich stören zu lassen oder betrübt zu werden. Also man soll an anderes denken. Man soll sich nicht da verstricken. Er sagt auch, wer sich aber mit dem bösen Gedanken beschäftigt, nähert sich dem Kettenhund und wird von ihm verwundet. Und er sagt dieses Wort, nur die Sünde ist schuld daran, wenn der Teufel über den Menschen Gewalt bekommt. Also durch die Sünde bekommt der Teufel Gewalt über uns. Wenn wir nicht sündigen, hat er keine Gewalt. Und wenn wir gesündigt haben, dann können wir zur Beichte gehen. Wir können bereuen und diese Sünde beichten und wir werden wieder frei. Der Teufel hat dann keine Gewalt mehr. Also Jesus Christus hat uns mit den Sakramenten alle Hilfen gegeben. Wenn wir in die Sünde fallen, wenn wir in den Einflussbereich des Bösen gelangen, dann sind wir nicht ausgeliefert, sondern wir können zur Beichte gehen, beim Priester die Sünde bekennen und die Lobsprechung empfangen. Das ist eine wahrhaftige Lossprechung, eine Befreiung. Der heilige Laurentius Justiniani, Patriarch von Venedig, sagt, wenn der Teufel volle Gewalt bekäme, würde kein Mensch selig werden. Das bedeutet, weil er eben Engel ist, Geist ist, reiner Geist, weil er uns überlegen ist, eine weit größere Intelligenz und Macht hat als wir. Das möchte ich auch erwähnen, damit wir sehen, der Teufel ist kein Spielzeug. Wir sehen es ja auch in der Welt und in unserem eigenen Leben. Da braucht man nicht viel erklären.
Wenn er volle Gewalt hätte, hätten wir gar keine Chance. Aber da ist eben die Hilfe Gottes und die Hilfe der heiligen Engel, die ihn zurückdrängen. Er darf nur so viel, als Gott ihm erlaubt und keinen Millimeter breit mehr. Gregor der Große sagt, Satan hat nur seine innere Seligkeit verloren, aber nicht die Größe seiner Natur. Deshalb auch diese Macht. Manche Menschen quält der Teufel besonders. Das sind oft Heilige, die eine besondere Heiligkeit erlangen sollen, eine besondere Aufgabe erfüllen sollen. Wir wissen das von heiligen Pfarrer von Ars oder von der heiligen Theresia von Avila, die heilige Magdalena von Pazzi. Oder auch der heilige Antonius, der Einsiedler in der Wüste, einer der ersten Wüstenväter, Mönchsväter überhaupt, ganz zu Beginn im ersten Jahrhundert. Aber der heilige Augustinus sagt, dem Teufel wird nur so viel gestattet, als es dem Menschen nützt. Also er darf ihm nicht schaden, er darf ihn nicht über die Kraft versuchen. Es darf nur zum ewigen Heil des Menschen dienlich sein. Also immer nur dienen. Er muss praktisch Gott dienen. Deshalb gibt es auch diesen Spruch, der Teufel ist der Schubkarrenmann Gottes. Er zieht oder schiebt die Karre fluchend und schimpfend, weil er letztlich mit allem, was er tut und allem, was er auch unternimmt, Gott dienen muss und seinem Plan. Es gibt viele Gnadenmittel der Kirche zum Schutz gegen den bösen Geist. Das ist die Anrufung der Namen Jesu und Mariens, das heilige Kreuzzeichen, das Weihwasser, Reliquien, Gebet, eifriges Gebet und häufiger Empfang der heiligen Sakramente. Und in einem schwereren Falle der Exorzismus, ein Befreiungsgebet. Als Jesus auf Erden war, gab es viele Besessene, weil er seine Macht offenbaren wollte. Da sollte die Macht über die bösen Geister, die Macht des Sohnes Gottes offenbar werden und sich zeigen. Er hat ja auch in der Bibel gesagt, in den Evangelien, an ihm soll sich die Macht Gottes offenbaren. Da gibt es diese Beispiele von Kranken, von Besessenen. Die heiligen Engel, das ist auch eine wunderbare Wahrheit. Es wird ein längeres Video, sehe ich, aber ich möchte es nicht teilen. Man kann ja wieder und wieder anschauen, wenn man es möchte. Es soll eine Einheit sein, damit es überschaubar bleibt. Die heiligen Engel besitzen eine überaus große Schönheit. Die heilige Brigitta sagt dieses schöne Wort, wenn jemand einen Engel in seiner ganzen Schönheit sehen würde, dann müsste er vor seinem Glanz erblinden. Ich meine, schön, irdisch ist das gar nicht schön, das Erblinden, aber es sagt aus, dass wir unsere Augen für die Zeit schließen würden, um nur mehr das Ewige zu schauen. Wir könnten nur mehr das Ewige sehen. Wir würden das Zeitliche gar nicht mehr beachten. Es wäre für unsere Augen nur mehr Unrat. Und ich glaube, das ist hier gemeint, weil das ist ja ein Unglück, wenn man blind wird. Aber man würde das Zeitliche gar nicht mehr als schön empfinden können. Der heilige Anselm sagt, wenn ein Engel am Firmament sichtbar würde und neben ihm so viele Sonnen wären, wie es Sterne am Himmel gibt, dann würden die Sonnen durch den Glanz des Engels verschwinden, wie die Sterne vor der Sonne. Also das ist auch ein Wort. Die Sonnen würden neben dem Engel so verschwinden, wie die Sterne vor der Sonne verschwinden. Und daher ist es auch so, dass sich die heiligen Engel bei ihren Erscheinungen nie in ihrem ganzen Glanz zeigen können. Das ist damit gemeint. Wir würden es nicht verkraften, es würde unsere zeitliche, leibliche Gestalt einfach überfordern. Es geht über unsere Kraft. Im Himmel aber in der Ewigkeit werden die Engel unsere Gefährten sein, also ein ganz anderes Bild. Auf Erden würden wir es nicht ertragen, können wir es nicht ertragen, einen Engel in seinem vollen Glanz zu sehen. Im Himmel hingegen sind wir ganz vertraut mit den Engeln und sie werden unsere Gefährten sein. Was für ein Unterschied, was für eine Verwandlung, die sich da an uns vollziehen wird. Der heilige Bernhard sagt, das Hochzeitsmahl ist zubereitet, aber das Haus ist noch nicht voll, es werden mehr Gäste erwartet. Die heiligen Engel sind alle schon da, im Hause Gottes, in ihren neuen Chören. Sie sind aufgeteilt, jeder an seinem Platz, aber sie alle warten noch auf jene, die von der Erde kommen.
Und das wird dauern bis zum letzten Menschen, bis zum sogenannten jüngsten Tag. Und deshalb nehmen auch die heiligen Engel so sehr Anteil an unserem Leben hier. Sie helfen uns in allen Belangen, auch in zeitlichen, irdischen Nöten, in gesundheitlichen, in wirklich in allen Anliegen. Es ist ihnen nichts zu gering. Aber wir wiederum sollen sie nicht gering schätzen, die Engel, weil sie sich so demütigen und uns so dienen und so aufmerksam sind, dass sie sich wirklich um alles annehmen. Bedeutet das jetzt nicht, dass wir sie geringschätzig behandeln dürften. Sie tun ihren Dienst gerne für uns, weil sie Gott dienen. Es ist ihnen eine Freude. Sie lieben Gott über alles und es ist ihnen die größte Freude, seinen Willen zu tun. Sie erkennen den Willen Gottes, uns zu dienen, und sie tun das mit Freude, deshalb, weil sie so große Freude haben daran, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen und zu unserer Rettung beizutragen und zur größeren Verherrlichung Gottes. Interessant ist noch dieses Detail: Jeder Mensch hat seinen Schutzengel. Maria Lataste, eine Laienschwester aus dem Jahre 1847 in Frankreich, sie hat das so gesehen: Jeder Mensch hat einen Schutzengel, und die Menschen mit größeren Aufgaben haben höhere Engel. Die einfacheren Menschen haben einen einfacheren Engel. Das gilt für die Kirchenämter genauso wie für die weltlichen Ämter. Es gibt auch einen Engel für jede Stadt, für jedes Reich, jede Familie, jede Pfarrei, jede Klostergemeinschaft, jede Ordensgemeinschaft. Alles diese Gemeinschaften, Kirchen, Kapellen, überall ist ein Schutzengel hingestellt, der darüber wacht. Das ist auch tröstlich. Was tun sie, die Engel? Das ist jetzt der letzte Teil. Jetzt ist es schon fast dreiviertel Stunde, sind wir schon. Was tun sie? Das ist wichtig zu wissen. Sie geben uns gute Gedanken ein und bewegen auch unseren Willen zum Guten. Das heißt, sie unterstützen unseren schwachen, wankelmütigen Willen zum Guten hin. Ein Beispiel: Der Erzengel Gabriel gab dem Perserkönig Kyros ein, diesen Gedanken, er soll die Juden wieder aus der Gefangenschaft in ihre Heimat zurückziehen lassen. Im Buch Daniel Kapitel 10. Und ich bemerke hier auch Gedanken, die uns sehr beunruhigen. Die können nicht von den heiligen Engeln kommen, die können nicht von Gott kommen. Die kommen von den bösen Engeln. Also alles, was uns quält, was uns beunruhigt, was uns ängstigt, martert, das kann nicht von den heiligen Engeln kommen. Das kommt nämlich auch nicht von Gott. Die heiligen Engel überbringen uns ja den Willen Gottes. Sie überbringen uns, lassen uns den Willen Gottes erkennen. Sie stärken, sie ermutigen, sie erleuchten, sie lehren, bis hin zu offenbaren, dass sie wirklich sich im Wort oder in der Erscheinung mitteilen. Sie tragen unsere Gebete vor Gott und auch unsere guten Werke. Also alles, was wir beten und an guten Werken tun, wird nicht direkt von Gott aufgenommen, sondern es geht durch die Hände unseres heiligen Schutzengels. Wir lesen das im Buche Tobit, Kapitel 12, Vers 12. Raphael sagt selber, dass er die Gebete des Tobias zu Gott emporträgt. Der heilige Bonaventura sagt dazu: Die heiligen Engel tragen unsere Gebete vor Gott, weil sie damit ihre heiligen Wünsche vereinigen und unsere Gebete dadurch aufwerten und noch wirksamer machen. Sie sind ja heilige Wesen, ganz in Gott, ganz rein. Also sie geben uns gute Gedanken ein und bewegen unseren Willen zum Guten. Sie bringen unsere Gebete und unsere guten Werke vor Gott. Und drittens, sie beschützen uns. Das lesen wir in den Psalmen. Oder bei Petrus im Gefängnis erleben wir das ganz stark, Apostelgeschichte 12, wie der Engel kommt und ihn aus dem Gefängnis herausführt. Oder die drei Jünglinge im Feuerofen im Buch Daniel Kapitel 3. Da ist auf einmal ein Vierter bei ihnen. Sie werden zu dritt in den Feuerofen geworfen und der König, der sich das anschauen will, sieht einen Vierten, der wie ein Göttersohn ausschaut, mit den drei Jünglingen im Feuer umhergehen. Das heißt, im Inneren des Ofens ist es kühl und angenehm, das Feuer wird nach außen getrieben. Oder Daniel in der Löwengrube, Kapitel 14. Ein Engel packt den Propheten Habakuk beim Schopf, so wird es hier so liebenswürdig köstlich berichtet, und trägt ihn mit seiner Mahlzeit, die er aufs Feld hinaustragen wollte, an den Eingang der Löwengrube.
in der Daniel sitzt, umgeben von hungrigen Löwen. Gott hat diesen Löwen das Maul verschlossen, bis Daniel wieder herausgeholt wurde. Daniel bekam diese Mahlzeit nach einigen Tagen des Hungers, damit er bei Kräften blieb, damit er nicht vor Hunger da erliegt. Und er wurde befreit. Und dann hat der König die Verleumder, die den Daniel in die Löwengrube hineinwerfen ließen, dann hat der König die Verleumder hineingeworfen und die Löwen haben gar nicht einmal gewartet, bis sie am Grund der Grube angekommen sind, weil sie so hungrig waren und haben diese Verleumder dann gefressen. Und der vierte Punkt, der letzte noch, sie offenbaren auch zuweilen den Willen Gottes. Wir wissen das bei Maria, als sie in ihrer Kammer betete und der Erzengel Gabriel zu ihr kam und ihr die Gottesmutterschaft verkündigte, dass sie die Auserwählte ist, dass sie in ihrem Schoß Gott die menschliche Natur annehmen wird und dass er aus ihr geboren werden soll, dass er der ewige Herrscher, der Sohn Gottes, das Reich Gottes auf die Erde bringen wird, dass er uns erlösen wird und dass sie die Auserwählte ist. Der Priester Zacharias hat im Tempel eine Erscheinung gehabt, eine Engelerscheinung. Mit seiner Frau war er ja schon lange verheiratet. Sie waren schon betagt und hatten keine Kinder. Das war eine große Schande bei den Juden. Und da plötzlich ganz unerwartet, als er das Rauchopfer darbrachte im Tempel, so wird berichtet, da erschien ihm ein Engel. Und er kündigte ihm die Geburt eines Sohnes an. Aber weil er aber nicht glauben konnte und zweifelte, geschah es, dass er stumm wurde. Und er gewann den Gebrauch der Zunge wieder, nachdem das Kind geboren war und er auf eine Tafel schrieb, sein Name ist Johannes, so wie der Engel ihm aufgetragen hat. Das war der Erzengel Gabriel. Und dann konnte er wieder sprechen. Die Hirten sind auch erschrocken. Also es sind alle erschrocken. Die Mutter Gottes ist erschrocken. Zacharias ist erschrocken. Die heiligen Engel sind erschrocken, als über den Fluren von Bethlehem, unmittelbar nach der Geburt Jesu, ein Licht zu sehen war. Die Engel erschienen den Hirten und sie verkündeten diese frohe Botschaft, dass der Erlöser geboren worden ist. Alle Menschen, die eine Engelserscheinung haben, erschrecken zuerst. So schreibt Dr. Spirago. Aber dann, die guten Engel trösten die Menschen, weil wir einfach überfordert sind. Die Engel stehen über uns. Sie sind höhere Wesen. Sie sind voller Licht, voller Macht, sie sind Geistwesen. Das sprengt unseren Horizont. Und deshalb müssen die Engel immer dann uns trösten und uns beruhigen. Und die Wirkung einer echten Engelserscheinung ist immer die, dass dann Trost und Freude zurückbleiben. Die Wirkung ist immer eine heilsame, eine heiligende, zum Guten hin. Die Engel, die Heiligen erscheinen immer in Menschengestalt. Die Bösen hingegen, die bösen Geister in allen möglichen Gestalten, können auch als Menschen erscheinen. Sie können sich sogar als Maria ausgeben oder als Jesus oder auch als Engel. Aber dann hat es immer einen Pferdefuß, eine solche Erscheinung. Aber meistens zeigen sie sich in der Gestalt von Tieren, von hässlichen Tieren. Und sie hinterlassen auch eine entsprechende Unruhe, Angst und es ist eine negative Wirkung. Immer eine negative Wirkung bleibt von solchen falschen Erscheinungen zurück. Oder es gibt vielleicht auch falsche Erscheinungen, wo man meint, das wäre ein Engel, aber dann führen diese Erscheinungen in die Irre oder zu Hochmut und solchen Dingen. Damit die Engel uns beschützen, sollen wir uns bemühen, ihnen ähnlich zu werden. Das sind jetzt noch die letzten Gedanken. Wir sollen uns bemühen, ihnen ähnlich zu werden, damit sie uns beschützen. Wir sollen sie verehren und oft um ihre Hilfe anrufen. Es gibt in der Erfahrung auch die Beispiele, dass besonders die Unschuldigen einen besonderen Schutz haben. Das sehen wir bei Erdbeben, wenn unschuldige kleine Kinder, Säuglinge gerettet werden, nach etlichen Tagen überleben, wo kein Erwachsener mehr gefunden wird, aber nur noch die Säuglinge und die Babys, die Kinder, die Unschuldigen. Die Unschuld macht uns zu Freunden der heiligen Engel. Die Sünde aber vertreibt die heiligen Engel. Wenn wir sündigen, dann das können sie nicht ertragen, weil der Name Gottes in ihnen ist. Er vertreibt den heiligen Engel
Der Sünder vertreibt ihn wie Rauch die Bienen, so sagt der heilige Basilius. Die Bienen, sie sind eifrig im Dienste Gottes, deshalb die Bienen. Ich bemerke nur noch kurz jetzt das Letzte. Es gibt ein Fest in der Heiligen Kirche, das besonders den heiligen Engeln gewidmet ist. Das ist der 2. Oktober, das Schutzengelfest. Und der Montag von den 7 Wochentagen ist besonders den Schutzengeln geweiht. So viel zu diesem wunderbaren Thema der heiligen Engel, diesen mächtigen Helfern, absolut zuverlässig, heilig, mächtig, stark, die uns in den Himmel führen. Also wir sind nicht allein in dieser Prüfung auf Erden, in diesem Zustand, in diesen Nöten, die wir haben. Jeden Tag stürzt ja fast stürmt etwas Neues auf uns ein. Wir haben die Hilfe, den Beistand, die Gegenwart der heiligen Engel. Sie umgeben uns. Die Teufel umlauern uns, aber die Engel umgeben uns und sind in unserer Nähe. Sie stehen uns bei. Sie sind unser Beistand, unsere Lehrer, unsere Führer. Hören wir auf sie, denken wir an sie, wenden wir uns an sie und bitten wir sie um ihre Hilfe. Und vergessen wir auch nicht, ihnen zu danken, wenn sie uns geholfen haben. Ich selber habe schon oft die Hilfe der heiligen Engel erlebt, in kleinen alltäglichen Dingen und auch in großen Nöten, und kann nur dafür Gott loben und preisen und wünsche ihnen auch, dass sie dasselbe erleben. Gelobt sei Jesus Christus.